Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Vampire The Masquerade Redemption. Immer noch in den scheiß Tunnel der Nosferatu, die mir sowas von zum Hals raushängen. Wir haben jetzt bei mir 21.39 Uhr und wir reden jetzt mal mit ihmchen. Oder kämpfen gegen ihn. Nein, wir reden mit ihm. Und es ist natürlich nicht Joseph, sondern Illik. Der Weg Kains ist die einzige Hoffnung. Folgt ihm. Er wird euch leiten. Ja, das ist eine tolle Info. Und Christoph war voll im Weg. Man hat dich kaum gesehen mit deinen tollen Zahnlücken. Ich würde das Zeichen über der Tür ganz gerne mal betrachten. Nein, so doch nicht. Ich kann das Zeichen nicht sehen. Mal zurücklaufen. Ja. Ah, da ist einfach nur so ein Vampirbild irgendwie. Das sieht aus wie von Tyrell. Von The Legacy of Kain Series. Auf jeden Fall geht's jetzt zu Joseph Tunnel 3. Das freut mich sehr. Oh, oder auch nicht. Ernsthaft. Oh, das erinnert mich an einen Scheißbereich aus Tomb Raider Underworld. Gegen Ende, wo die großen Hämmer hin und her schwingen, für die, die das Spiel kennen. Und es erinnert mich an den Kerker der Ewigkeit aus Blood Omen 2. Ach nein, ernsthaft, solche Bereiche mag ich nicht. Das sieht so komisch aus. Oh, ich mag solche Bereiche nicht. Es sieht so komisch endlos aus und alles. Deswegen sollten wir uns vielleicht das Zeichen über der Tür merken. Wir sollen garantiert nur über solche mit rotem Zeichen, wo so ein Vampirgesicht drüber ist. Junge, kommst du auch mit? Hallo. Was macht ihr da oben jetzt rum? Also muss ich da unten jetzt die Treppe nehmen. Oder was? Ich will die Kamera weiter nach oben packen und das geht nicht. Oh, das Tagebuch Kains. Am Anfang war nur Kain. Kain, der seinen Bruder aus Liebe opferte. Kain, der verstoßen ward. Kain, der mit der Lust nach Blut geschlagen ward. Kain ist es, von dem wir alle stammen. Erzeuger unseres Erzeugers. Bitte was? Kain, der seinen Bruder aus Liebe opferte? Seit wann hat Kain seinen Bruder Abel aus Liebe geopfert? Oder wird das hier wirklich so dargestellt, so von wegen, weil man Gott ja damals so hier Tiere geopfert hat, so Lamm, ich meine so Ziegel und Schafe, Lämmer, das Blut von denen und auch so ein paar Gewürze. Und dass das hier so dargestellt wird, dass sich Kain gedacht hat, ach weißt du was, warum opfere ich eigentlich nur das Blut von Tieren? Opfere ich doch einfach mal meinen Bruder. Das ist doch garantiert das beste Geschenk an Gott. Oder was? Wird das hier allen Ernstes so dargestellt? Ich meine, aus Liebe opferte, das stimmt doch überhaupt nicht einfach. Nee. Wieso Liebe? Nein. Nicht Kain. Wirklich. Ernsthaft. Ich gehe jetzt mal durch diese Tür einfach. In der Hoffnung, dass es stimmt. Aber es sieht schon richtig aus, ne? Da unten ist auch nochmal so ein Tagebuch Kains und alles. Okay, komm, es hat ja gerade auch gespeichert, von daher... Oh, sieht das gruselig aus. Wilhelm, geh weg. Okay, wo bin ich jetzt? Alter. Deswegen hat man wahrscheinlich diesen Tipp bekommen von dem anderen Vampir. Und das ist auf jeden Fall schon mal eine falsche Tür, auf die ich zugehe. Und, da sind ja lauter Gesichter. Ja, das hilft mir gerade hier wenig, wenn ich dieses scheiß Zeichen nicht sehen kann, was hier über der Tür ist. Aber hier gibt's ja... Nee, das ist grün. Hier leuchtet irgendwas grün. Ist auch sehr hilfreich, dass ich hier halt nichts sehen kann. Oh, hier gibt's nochmal ein Tagebuch, keins. Wilhelm, geh mir aus dem Weg! Was steht denn hier? Eine Äone lang lebte er im Land Nott. In Einsamkeit und Leid. Denn eine Äone lang blieb er allein. Doch das Verblassen der Erinnerung ertränkte sein Leid.
Und so kehrte er in die Welt der Sterblichen zurück, in die Welt, die sein Bruder und Seths Kinder erschaffen hatten. Vielleicht kenne ich die Bibel gerade nicht gut genug. Bei Seth muss ich eher an diesen ägyptischen Gott des Chaos und sowas denken, auch wenn der anders geschrieben wurde. Verdammt, wer ist denn Seth? Ich glaube, ich muss mal wieder dringend die Bibel lesen. Ich habe nämlich gerade keine Ahnung. Obwohl, das ist ja hier sowieso mit Vampiren in Verbindung. Ich meine, Vampire gibt es ja sowieso nicht in Wirklichkeit. Von daher die... Vielleicht gibt es auch nur Seth hier und eigentlich gar nicht in der Bibel. Ach, ich habe doch keine Ahnung, Leute. Ich habe leider gar keine Ahnung gerade. Ah, jetzt bin ich hier wieder am Anfang irgendwie rausgekommen. Hier ist wieder das erste Tagebuch von Kain. Was ist denn hier vor mir? Nee, das ist aber gelb. Definitiv nicht das richtige Zeichen. Und ich würde das Zeichen gerne ansehen können, vor allem. Ach, regt mich das gerade auf. Es war schon eigentlich richtig, da unten durchzugehen, glaube ich. Aber wo lang denn dann? Das ist es halt, was mich verwundert. Ich gehe einfach mal geradeaus. Passt schon. Was passiert denn dann? Wo bin ich denn dann? Jetzt komme ich bei was Gelbem gerade raus. Bin ich wieder hier am Anfang gelandet? Fragezeichen. Ich glaube ja. Ja, bin ich. Ah! Alter. Naja, aber anscheinend kann man es ja auch durch herausfinden. Ja, wo man lang gehen muss und wo nicht. Dann bleibt nur noch die andere Tür. Wenn es auch falsch ist, bin ich verwirrt. Oder man muss es halt in einer gewissen Reihenfolge machen, dann bleiben noch ein paar Möglichkeiten offen. Ja, geh rein. Okay, jetzt scheinen wir schon mal woanders zu sein, immerhin. Und das Spiel hat gespeichert schon wieder. Müssen wir da unten endgültig hin? Ist das unser Ziel, oder was? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Halt! Da ist blau. Blau ist doch eher falsch. Oder? Ich weiß es ehrlich gesagt gerade nicht. Ich speichere hier mal an dieser Stelle. Auch wenn es ja eigentlich erst von alleine gespeichert hat. Damit dieser Speicherstand mir auch erhalten bleibt. Ich speichere mal auf Platz 4, oder? Ja doch, ich mache mal Platz 4, komm. Ich werde mir garantiert nicht merken können, aber hey. Ich gehe mir jetzt hier unten lang. Boah, ist das scheiße. Ah, na, ist hier nochmal ein schönes Tagebuch oder eine Chronik von Kain. War ich hier nicht schon? Ja klar, hier war ich doch eben schon. Oh Mann. Da, Wilhelm, was ist eigentlich bei dir kaputt? Los, geh zurück, geh zurück, geh zurück. Geh zurück. Nein, sind wir wieder hier. Ah! Laden. Komm schon. Wie gut, dass ich gespeichert habe. 4. Laden. Meine Gebeine Halsmaul. So, da war falsch. Dann gehen wir natürlich mal hier unten lang. Alter. Ich hasse sowas. Ich mag keine Labyrinthe. Vor allem solche nicht, wo man raten muss. Mit Toren und sowas. Thank you.
Ah, ich bin auf jeden Fall mal woanders rausgekommen. Hurra! Lesen. Doch dann kam die Sintflut, eine gewaltige Flut, die die Welt überspülte. Die Stadt war zerstört und mit ihr die Kinder Seths. Und wieder fiel Kain in großes Leid und ging in die Einsamkeit, litt wie ein Hund in der Einöde. Und er überließ uns, seine Nachfahren, uns selbst. Wir kamen zu ihm und baten ihn zurückzukehren, zu helfen, die Stadt wieder aufzubauen. Doch er bat uns zu gehen, sagte, die Flut sei eine Strafe für seine Rückkehr in die Welt des Lebens und den Bruch des wahren Rechts. Okay. Ich frage mich auch hier gerade, ob das irgendwie wirklich nur so halt ist, um die Geschichte von Kain so zu erfahren hier. Oder ob das auch Hinweise gibt, wohin wir gehen müssen. Denn das weiß ich gerade überhaupt nicht. Flut. Wenn es Flut ist, würde ich nämlich hier nach Blau gehen. Aber was ist da oben? Ich sehe ja auch so viel. Speichern, weil ich woanders bin. Jetzt speichere ich mal auf der 5. Wo geht's denn lang, wenn ich hier nach oben gehe? Das sieht wieder so nach falsch aus, aber ich will mal wissen, wo ich denn lang komme. Wo geht es dann hin? Dahin, wo ich schon war. Okay, laden. Meine Gebeine verspüren. Warum sagt er immer, dass seine Gebeine nach Blut verspüren, wenn ich halt lade? Das verstehe ich nicht. Wo sind wir? Waren wir hier nicht auch schon, oder? Nee, ich glaube, hier waren wir echt noch nicht, okay. Ein großer Krieg ward geführt. Die Ahnen gegen die Kinder. Und die Kinder erschlugen ihre Eltern. Dann bauten die Rebellen eine neue Stadt und brachten 13 Clans. Sie bauten eine schöne Stadt und das Volk verehrte sie als Götter. Sie schufen neue eigene Nachfahren, die vierte Generation der Kainiten. Doch sie fürchteten den Dschihad und es war diesen Kindern verboten, andere ihrer Art zu schaffen. Zwar war die Stadt so groß wie die Kains, doch schließlich ward sie alt. Wie alles Lebende begann sie langsam zu sterben. Die 13 sahen ihre Stadt vernichtet und ihre Macht erloschen. Ohne ihre Autorität waren alle frei, ihre eigenen Bruten zu schaffen. Und bald gab es viele neue Kainskinder, die auf dem Antlitz der Erde herrschten. Habe ich schon gerade gewundert, kurz, warum er weiter vorliest, bis ich halt gesehen habe, so von wegen, ach, man kann runter scrollen. Verstehe ich gerade nicht so ganz. Speichern. Diesmal wieder auf der 4. Wo geht's denn hier hin? Was ist das für eine Treppe? Wohin führt sie uns? Was ist das für ein Zeichen über der Tür? Ich würde es gerne sehen. Was ich aber nicht kann. Das sieht wieder nach falschem Zeichen aus. Wilhelm, wo bist du? Kann ich unsere drei Vampire demnach hier auch gerade so ein bisschen verteilen und getrennt voneinander? Oder warum sind die anderen nicht mit? Ah, hier, das sieht doch eher richtig aus. Gehe ich mal hier lang. Bin ich irgendwo bei Blau wieder rausgekommen. Waren wir hier nicht schon? Das kommt mir so bekannt vor. Ja klar, war ich hier schon. War das andere Zeichen diesmal doch richtig? Oder muss ich nur alles ausprobieren oder was? Ich verstehe es gerade nicht. Meine Gebeine halt die Klappe.
Oder es ist wirklich jedes Mal anders halt, so von den Farben her. Oder wir kriegen doch Hinweise, und die ich nicht deuten kann. Und ich kann ja auch nicht die Zeichen halt über der Tür so richtig sehen. Ich sehe nur so ein bisschen die Farbe. Aber jetzt sind wir auf jeden Fall richtig hier. Oder? Sieht jedenfalls richtig aus. Ach du Scheiße! Ach, das sind nur Ghouls. Ein Glück, ich habe mich gerade so erschreckt, dass wir hier neue Gegner haben, aber es sind ja gar nicht neue Gegner. Boah, bin ich erleichtert. Speichern, auf jeden Fall speichern. Wir haben es geschafft, erstmal aus dem Labyrinth heraus. Das ist ein sehr großer und guter Grund zum Speichern. Boah, bin ich froh. Alter Schwede, Uhrzeit, was sagst du? Geht noch ein bisschen, glaube ich. Oder? Sind das die tote Vampire oder tote Menschen, die hier so eingekugelt und ausgestreckt liegen? Ich meine, er sieht ja so ein bisschen entspannt aus, wie er hier liegt, aber ich glaube nicht, dass es auch entspannt ist. Oder geht das Labyrinth jetzt anders weiter? Zur Hölle mit euch! Der hat sich aber nicht töten lassen von mir. Halt's Maul. Mann. Ihr regt mich auf, ihr regt mich auf. Guck mal, der hier macht hier auch so Übungen zur Entspannung scheinbar. Das sieht wirklich... Ja, toll aus, so eine neue Yoga-Übung, ne? Beziehungsweise so, um die Bauchmuskulatur zu trainieren, ne? Dann zieht er hier so seine Beine an und streckt sie wieder aus, oder sein Oberkörper oder so. Oh, Blut! Ich bin ja so froh. Was ist das? Smaragde. Okay. Ja, ich kann am Hebel ziehen. Und keiner weiß, was passiert ist. Yay! Das Gitter hier ist verschlossen. Das bleibt auch verschlossen. Scheinbar. Ach, aber jetzt ist hier offen. Hat sich das hier geöffnet. Ich kann nicht mehr reden. Okay. Kann ich das auch noch öffnen mit dem Schalter jetzt hier? Yep. Ich habe keine Ahnung, ob das einen Sinn macht. Ich mach's jetzt einfach mal. Hi. Alter! Würdest du mir bitte helfen? Zur Hölle mit euch! Alter, würdet ihr mir nur bitte helfen? Ja, danke. Macht ihr auch mal was, genau. Oh nein! Serena, nicht ausgesaugt werden. Da, seht ihr, ich schaffe es auch sehr gut alleine. Wilhelm, geh voran. Ah, das ist ja gerade alles eine Scheiße. Oh, warte mal. Serena? Hör mal auf rumzuspacken. Kommst du da ran?
Kannst du das durch die Gitterstäbe nehmen? Alter, eben konnte ich das doch irgendwie greifen, oder nicht? Ja. Haha! Jetzt muss ich den richtigen Winkel hier irgendwie haben. Aber die Waffe kann ich scheinbar nicht aufheben. Schade. Na gut, dann stelle ich mich jetzt mal halt hier hin. Speicher und höre dann hier auf. Hier sind schon wieder 1000 Feinde dann auf dem Weg zu mir. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, das positive Gefühl, dass wir hier bald am Ende sind. So, stopp. Wir sehen uns hier im nächsten Part wieder. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen und ich bin heilfroh, vor allem, dass wir jetzt durch dieses scheiß Labyrinth durch sind. Und ja, ich denke, dann sehen wir uns alle auch im nächsten Part wieder. Hoffe ich jedenfalls. Bis dahin, macht's gut und ciao.